Gut, vielleicht kriege ich ja etwas bei der Prüfung, die mir vielleicht das ermöglicht. Ein Manuspector. Ein alter Kösti. Nein, Spaß beiseite. Ja. Ich fand das Pokémon ja nicht schlecht. Auch nicht von den Werten her. Es ist einfach der Typ. Normal. Normal in einem Typ, normal in einem Team passt nicht so. Ja. Das war einfach nur der Hintergedanke. Nicht, weil ich das Pokémon schlecht finde. Ganz im Gegenteil. Ja, es war gut, aber mit Normalattacken bist du echt nicht gut bestellt. Weil du bist auf nichts effektiv. Auf Geist wirkst du nichts aus. Da habe ich lieber einen Knorger, Feuergeist. Ich finde die Kombo schon geil, Feuergeist, ey. Ja. Die Kombo finde ich schon sensationell. Klar, wir müssen es jetzt ein bisschen nachtrainieren. Gut. Das macht das Ganze aber auch schwer. Bandsticker, das war für Geist-Pokémon, oder? Ja. Für Geist. Ist gar nicht so verkehrt dann auch. Geist-Feuer. Okay, ein Zubat. Das lohnt sich ja schon gar nicht zu eliminieren. Ich hoffe, dass diese Erkundungstouren, die ich ja hier mache, euch auch mitgefallen, ja? Und dass ich hier nicht nur sinnlos einfach die Story durchballere. Ja, also ich möchte hier schon was erkunden. Gerade bei so einer neuen Region hier, die mir halt auch sehr gefällt. Es war irgendwie eindeutig, dass da was liegen muss. Oh! Du willst doch kämpfen? Aber gerne doch. Wir nehmen jeden Kampf mit, den ich kriegen kann. Ein Vorschüler. Ein Pummeluff. Hauptsache ein süßes Pokémon, ey. Ich hasse Pummeluff. Oh, da gehen so viele schlechte Erinnerungen durch. Oh, Stadium lässt grüßen. Blau lässt grüßen. Weg mit dir. Boah, ganz schnell. Ja. Ein Ledian. Käferflug. Ah, ein geiles Pokémon. Ledian ist geil. Zweite Gen. Oh nein, ist ja kein Silberhauch. Okay, kriegst keinen Boni. Bei 10% bei Silberhauch. Warum nicht so erschark? Nur 20 KP. Ledian hat wahrscheinlich wohl nicht den besten speziellen Wert zu haben. So, den Vorschüler besiegt, aber Silberhauch ist nicht schlecht. Für den Ledian. Stärke 60. Ein Schutzband. Was bringt das? Okay. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das wusste ich gar nicht. So. Damit haben wir hier eigentlich alles aber bis auf das Item da, okay. Ist keine VM, deswegen nehme ich es mal nicht mit. Du willst nicht kämpfen. Der Friedhof am Hügel des Gedanken wurde in der Nähe der Ruinen des Lebens angelegt. Ja, die dem Schutzpatron Paco Allah geweiht sind. Damit wollte man wohl gewährleisten, dass die Pokémon in Frieden ruhen können. Oh, bis ich dann kam. Bis ich dann kam, ja. Bis ich dann kam. Komm, du willst kämpfen. Ja, danke. Ja, widmet alles in ihrem Kampf. Bin echt gespannt, was für ein Typ die hat. Angler Matthias. Ein Lamp. Oh, ich mag einen Landturn. Landturn finde ich auch süß. Oh, Landturn. Weiß nicht warum. Landturn, Wasser, Elektro fand ich damals früher auch immer sehr interessant. Was, du lebst noch? Weiß ich nicht warum, aber ich fand das auch süß. Aber ein Lampi, nicht so ein Landturn.
Gibt's ja auch ein Landhund zu fangen. Aber wir wollen nicht zwei Elektro-Pokémon und wir wollen nicht zwei Wasser-Pokémon im Team. Ja. Vielleicht in der zweiten Gen, wenn es das in Kristall gibt. Da brauche ich nicht schnüffeln. Das ist so offensichtlich. So, dann wollen wir mal hier in die nächste City gehen. Da verteilt jemand Geschenke. Was gibt es denn hier? Wie wäre es mit einem wohlriechenden Rauch? Verstärkt was? Wasser? Genauigkeit? Pflanzen? Gestein? Psycho? Kostet ja nur 2000. Verdoppelt das Preisgeld Wasser. Warum soll ich was kaufen, was mich langsamer macht? Das macht doch keinen Sinn. Ja, einmal bitte austauschen. Das ist so super, dass du so solche geilen Items hier bekommst. DMs! Na, gerne doch. Toll. Toll. Na gut, Giftstoff wäre jetzt für ein Gift-Pokémon gar nicht so schlecht. Die Dunkelklaue. Kann das Knogger lernen? Ich bin mir da jetzt relativ unsicher. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. So, einmal bitte die Pokémon noch fit machen. Wir haben aber viele Entwicklungen schon durch. Superschuss wollte ich kaufen. Na, kaufen wir 19 Stück. Das passt schon. Ah, du kommst gerade wirklich berufen. Du hast einen Schrimps. Ah, ich habe einen perfekten Job für dich. Aber hallo. Ah, ja, Nachforschungen. Quatermag. Irgendwo im Schattendschungel sein soll. Oh, nein, nein, da gehe ich jetzt nicht nochmal für dich hin. Da gehen wir später nochmal vielleicht zurück. Okay. Willst du kämpfen? Nee. Ach, guck mal an, hier, drei Pikachus. Oh, sind die klein. Sind die klein. Im Verhältnis. Ja. So, dass man die kaum sieht. Okay. Wollen wir uns hier noch ein bisschen in die City oben sehen? Gibt es hier eine Angel? Essen, bla bla bla. Mein Mann ist ein hoffnungsloser Fall. Okay. wenn der das wüsste. Hin kommt man auch rein. Wer bist du? Bist du ein Freund von meiner Schwester? Das ist ein Fremder, wer bist du? Ich durchgebe mal eure kleine Wohnung, ey. Okay. Hat das jetzt irgendeinen Sinn gehabt? Um dein Essen zu filetieren. Oh nein, ja, immer noch das gleiche Essen. Ja, ich hatte morgen wieder ein Blablabla. Tracy. Tracy kenne ich nur von dem Anime her. Das wäre nicht die optimale Besetzung, die irgendwie hier einzubauen. Komme ich auf das Schiff? Nö. Das geht auch nur als Deko da, okay. Hier müsste ich rein.
Naturheilmittel. Vergiss es. Das senkt die Freude meiner Pokémon. Ist zwar billiger, aber ne, hier ist ein Friseur. Hallo da! Egal was dir als Frisur der Haarfarbe auch vorschwebt, wir gehen hier ganz auf deine Wünsche ein. Du kannst aus einer ganzen Reihe von Haarschnitten wählen. Magst du es eher sehr kurz oder mittelkurz oder darf es was Besonderes sein? Zöpfe vielleicht? Wir färben doch die Haare ganz wie du möchtest. Na, was sagst du? Bitte mal einen neuen Look aus. Nein. Keine Zeit, um mich um den Look hier zu beschäftigen. Wir haben was Besseres zu tun. Möchtest du wissen, wie zu traurig deine Pokémon sind? Ja! Machen wir mal beim Aaron. Nur Spaß. Dann lass mich mal einen Blick auf deinen Simsalabim. Wer ist unglaublich zu traurig? Deine bloße Anwesenheit ist schon möglich, okay? Okay, gibt's überhaupt nicht mehr. Hier ist der Laden. Ne? Was? Benutze die Stein-Pokémon. Hallo, ich bin Spider. Dieses Voluminas ötet manchmal den Laden für mich. Mir kam leider etwas dazwischen. Ich warte jetzt in den Ruinen des Lebens auf den. Oh, danke. Danke für nichts. Da war ich doch gerade. Was kommt denn jetzt noch? Minas! Ein Trank? Minas! Danke! Ein Pokémon hütet den Laden. Ja, genau. Dir zu viel geraucht. Wir kommen mal aus Schmuckstücken. Wie geil! Ich glaube, ein Wasserschrein, weil ich es möchte. Und noch ein Blattschrein. Aber den habe ich, glaube ich, schon. Ja, nee, habe ich nicht. Warum kann man hier Steine kaufen? Mir gefällt das echt. Gut, dass ich die Pokémon schon alle erledigt habe. Okay, die wird die Schein-Pokémon benutzen. Naja, das sagt man. Das sagt ja schon alles aus. Dass die Schein-Pokémon benutzen wird. Aus dem ganz einfachen Grund, Volminas ist ein Schein-Pokémon. Und da gehe ich einfach mal stark von aus. Aber warum muss ich jetzt zwischen... Oh, die geht mir so auf den Zeiger. Gut, dass die ganzen Pokémon schon geschafft haben. Dann kann ich mich um das Item da kümmern. Pokémon-Trainer. Ich bin zuvor schnell. Das ist kein gutes Zeichen. Ach, hier oben. Hä? Wo ist der Supertrank? Ach, der Superschutz. Bin ich blind? Ich bin blind, ja. Ich habe doch gerade Schutz gekauft. Schutzband. Ja, aber hier wird es nicht sein und hier auch nicht. Ja, 4 Sonderbonbons nochmal, also Randnotiz. Ich habe keinen Schutz. Hä? Bin ich jetzt ganz beschissen? Oder ganz blöd? Ein Finsterball, okay. Ein Finsterball, der war da. Vielleicht sehen wir gleich den Schutzpatron. In Aktion. Fuck. Wollte ich keinen Pokémon begegnen. Ein Nebulak. Hab ich schon. Hab ich schon. Oh. Wollte gerade sagen, das kann jetzt schief gehen. Komm, ich will entkommen.
Danke. Puh. 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 Das hätte echt schief gehen können. Das kann auch nochmal richtig schief gehen. Wenn das ein Pflanzenbogen ist, geht das auch schief. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das ist. Boah, danke. Boah, ganz echt groß danken. Schön. Och, nö. So. Oh, nein. Nicht ihr schon wieder. Den Teams, ihr gebt euch jetzt auf das gestohlene Pokémon zurück. Na los, Flag. Jetzt kommt uns doch hier nicht mit sowas. Redet mal Klartext mit denen, damit sie checken. Wir folgen die Pokémon nicht zum Spaß. Sie müssen wir auf was leben, kapiert? Aber bitte, wenn ihr unbedingt zurückhaben wollt, dann nehmt es doch im Kampf auf, Flag. Ärmel hochgekrempelt und ran an den Feind. Das würde nun unsere werte Präsidentin sagen. Sie haben leicht reden, ihr Regionalleiter. Schließlich mache ich immer die ganze Arbeit. Aber ich bin immer die letzte Passion der Etta Foundation. Und als solche kann ich mich wohl schlecht in den erstbesten Kampf stürzen. Hey, du Leute, du kommst gerade rein. Ich überlasse dir die Ehre, die Schurken von Team Skook zu verjagen. Na, bist du bereit für diesen Fall? Ich wurde ja schon bereit geboren.